Hallo liebe Freunde, ich möchte euch heute mal die neue geniale Smarty Blue Miran vorstellen. Eine kleine, aber feine, kompakte Umkehrosmoseanlage ohne und mit Festwasseranschluss. Man kann die Anlage einfach hinten befüllen, für die, die einfach nie was installieren wollen und absolut flexibel bleiben wollen und immer überall sicher Wasser filtern möchten. Und da gibt es die Möglichkeit, auch die Anlage an Festwasser, also an Kaltwasseranschluss anzuschließen und ans Abwasser. Und da brauchen wir eben nichts mehr manuell machen. Also absolut flexibel, Auftischgerät, nach meiner Ansicht her sehr, sehr schick gemacht. Wir haben hier ein Metallgehäuse, ja. Wir haben hier einen Spiegel, sieht aus meiner Sicht sehr edel aus. Wir haben das Gerät jetzt gerade frisch ausgepackt. Und ich würde jetzt auch gleich mal zeigen, wie man dieses Gerät in Betrieb nimmt. Wir drehen es einfach mal um und schauen uns das mal an, wie es aufgebaut ist. Wir haben also hier einen Wassertank, den wir einfach befüllen. Wir haben hier die Filterkartuschen, der Vorfilter, dann haben wir die Umkehrosmosemembran. Und hier haben wir die Anschlüsse für Wassereingang. Das heißt, ich könnte hier eben auch einen Festwasseranschluss dran machen. Das Ganze wird dann einfach unter der Spüle am Eckventil angeschlossen. Ganz einfache Sache mit Schnellverbinder-Steckschläuchen und eben dann mit einer Abwasserschelle an den Abwassersiphon zum Beispiel oder an den freien Auslauf, wie man das auch gerne möchte. Ja, und wer das eben nicht nutzen will, der befüllt einfach den Tank, stellt dann das Ganze hier wieder drauf und kann die Anlage sofort benutzen. Wir werden das jetzt mal machen. Wir nehmen jetzt einfach diesen Tank, füllen den mal. Einfach kaltes Wasser jetzt hier einfüllen. So, wir haben hier Min und Max, das heißt, hier sollten wir mindestens einfüllen und bis hierhin maximal, also einfach hier in dem Bereich dazwischen bleiben. So, wir haben die Anlage jetzt befüllt, also beziehungsweise den externen Tank befüllt, genau hier bis unter Maximum. Ich würde das jetzt in die Anlage einsetzen. So, die Anlage beginnt jetzt sofort zu filtern. Wie gesagt, das ist die Erstinbetriebnahme. Und man sollte bei der ersten Inbetriebnahme mit Sicherheit ein paar Spülvorgänge machen. Einfach mal um die Membran noch ein bisschen einzuspülen. Na? Und ich würde auch die ersten, also 5 Behälter vielleicht bei der Ersteinrichtung verwerfen aus meiner Sicht. Ja, das Gerät zieht jetzt im Grunde das Wasser in den Tank ein, drückt es durch die unterschiedlichen Filterstufen und speichert es dann intern ab. Und ich kann es dann eben hier über die Entnahmestelle dann jederzeit entnehmen. Bei internen Tanks ist natürlich eine Hygiene besonders wichtig. Und hier muss ich sagen, bin ich absolut begeistert, weil wir haben das so noch nie gesehen. Wir handeln schon einige Zeit Umkehrosmoseanlagen, mussten uns immer selber einen Kopf machen, wie können die Kunden das desinfizieren. Es gab nie ordentliche Desinfektions- und Entkalkungsroutinen. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben sehr, sehr viel auch leidliche Erfahrungen machen dürfen. Und ich kann also schon verstehen, dass die Kunden dann eben nicht so happy sind, wenn diese Dinge eben nie von vornherein klar sind. Und Smarty Blue hat hier im Lieferumfang ein Zubehörkit. Absolut genial. Wie gesagt, ich habe das noch nie irgendwo gesehen, dass eine Firma so viel Wert darauf legt. Wir legen da nämlich auch sehr großen Wert drauf. Deshalb haben wir auch bei einigen Off-Tisch-Anlagen eben Desinfektionsvideos gemacht. Aber das ist natürlich absolut genial. Wir haben hier ein zusätzliches Set. Und zwar besteht es aus einer Bedienungsanleitung in Deutsch. Alles in Deutsch.
vernünftig beschrieben, wie alles funktioniert. Und es ist auch die Routine zur Entkalkung und die Routine zur Desinfektion hier vorbereitet und für Sie in schriftlicher Form und auch im Internet nochmal mit einem ordentlichen Video dokumentiert. So, wir haben, weil man bei Desinfektion immer die Kohleblockfilter überbrücken muss, weil natürlich Kohleblockfilter das Desinfektionsmittel absorbieren, gibt es hier gleich von vornherein im Originallieferumfang Spezial-Leerkartuschen zur Desinfektion, zur Überbrückung der Aktivkohleblockfilter und eine Überbrückung für die Membran, wenn man eben das System entkalken möchte. Somit kann man damit regelmäßig, es ist sogar die erste, das neben verwenden wir auch, Knick und Clean, Desinfektionsmittel, das Chlordioxid, ist hier mit drin für die erste Anwendung. Jeder kann also die Anlage, wenn er möchte, desinfizieren und damit natürlich auch die gesamten Schläuche und den Tank, den internen, der da drin ist. Dann haben wir zusätzlich hier noch einen Entkalker mit drin, sodass man eben auch, wenn eben das Wasser in manchen Gegenden extrem kalkhaltig ist, sogar eine Entkalkungsroutine regelmäßig durchführen kann, um das System eben zu schützen. Also alles in allem muss ich hier sagen, bin ich absolut begeistert. Eine tolle Verpackung, eine tolle Aufmachung, alles in Deutsch, alles wunderbar erklärt, gut vorbereitet. Und deswegen haben wir uns entschieden, Ihnen die komplette Serie von Smarty Blue ab jetzt bei uns im Shop anzubieten. Wir haben mit den Geschäftsführern ausgiebig gesprochen und ich denke, dass es einer der wenigen Hersteller ist, die wirklich sich Gedanken machen, dass der Kunde eine vernünftige Arbeit hat und mit den Geräten und eben auf langfristige Sicht auch happy ist und ein vernünftiges Wasser trinken kann. Wir möchten Ihnen jetzt nicht erklären, wie hier alles funktioniert. Die Firma Smarty Blue hat genügend Videos produziert. Erstinbetriebnahme, wie funktioniert das? Wie mache ich eine Entkalkung? Wie mache ich einen Filterwechsel? Wie mache ich eine Desinfektion? Deshalb brauche ich das alles hier nicht machen. Wir wollten Ihnen nur ein kurzes Statement dazu geben, wie wir die Anlagen finden. Das geht hier von dem einfachen Modell der Miran, für die meisten Leute völlig ausreichend ist, bis hin zu so einem Hightech-Gerät der Tatar, wo man dann hier oben sogar einen Kaffeekapsel-Einsatz hat, ja, eine Stahlkapsel, wo ich mir meinen eigenen gemahlenen Kaffee reinmachen kann. Und dann hat die im Prinzip hier auf Knopfdruck dann eben sogar eine Kaffeeproduktionsfunktion. Ja? Heißwasser, Kaltwasser, Kaffee und so weiter. Ja, das ist jetzt ganz einfach. Die hat drei Temperaturen, glaube ich, und hat hier hauptsächlich eben die Funktion fürs normale Wasser, das wir hier noch brauchen. Und ist sehr kompakt. Das ist natürlich dann hier auch für Platzbedarf wesentlich kleiner wie die hier. Ich finde das Gerät wunderbar von der Verarbeitung und allem. So, jetzt stelle ich im Prinzip, nachdem ich sie mehrfach eingespült habe, ne, stelle ich da meine Flasche hier runter. Passt sogar unsere Glasflasche Lara, die wir Ihnen hier bei uns mit dem Shop anbieten. Passt sogar super hier drunter, gerade so als Literflasche, als Glas. Und ja, jetzt füllen wir einfach mal unsere Flasche und ich wünsche Ihnen ja, viel Freude mit den Geräten. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Bis bald. Tschüss.